Hallo zusammen, da bin ich wieder. Bei mir dauert es ja momentan so von Video zu Video manchmal etwas kürzer, manchmal etwas länger. Aber das ist nun mal so. Aber deshalb, aber, komme ich jetzt mit der nächsten Rezension um die Ecke. Nämlich mit einem Buch, was ich schon vor 2 oder 3 Wochen ausgelesen habe. Und wo ich mich jetzt noch mal kurz reinlesen musste, weil ich nicht sofort die Rezi abgedreht habe. Aber es handelt sich um ein gutes Buch. Ich kann euch jetzt auch gerade gar nicht sagen, mit wie vielen Sternen ich es bewertet habe, aber da kommen wir am Ende nochmal zu. Und ansonsten schreibe ich es euch in die Infobox, da könnt ihr es dann ja sehen. Auf jeden Fall spreche ich von einem Buch, was ich beim Bloggerportal von Random House gesehen habe. Der Klappentext hat mich angeschrien, frag mich an, und ich habe es getan und ich habe das Buch bekommen. Und zwar spreche ich von Mit jedem neuen Tag von Marc Louis Levy. Ich weiß wirklich nicht, wie man es ausspricht. Wenn ihr wisst, wie man es ausspricht, könnt ihr mir gerne richtig schön aufschreiben. Levi, Lehwy oder was weiß ich. Gerne in die Kommentare schreibt, wie man ihn ausspricht, denn ich weiß es wirklich nicht. Ein Roman erschien im Blanvalet, mein Gott, keine Ahnung, Verlag. Wie gesagt, dieses Buch ist mir netterweise vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt worden. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich finde, es sieht wunderschön aus mit dieser Frau auf dem Cover. Dazu komme ich gleich nochmal. Das ist der Buchrücken, auch der ist schön gemacht. Ja, wie gesagt, ein schönes Buch. Und zwar kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um den Journalisten Andrew Steelman, der für die New York Times arbeitet, sich relativ schnell dort hochgearbeitet hat und mittlerweile ein sehr erfolgreicher Enthüllungsjournalist ist. Und in New York seine Jugendliebe wieder trifft, seine Jugendliebe Valerie. Ja. Und ich greife vorweg. Ich habe vergessen zu erzählen, dass dieses Buch relativ spannend anfängt, denn in diesem Buch, das erzähle ich euch jetzt noch kurz vorweg, dieses Buch beginnt aus der Sicht eines Fremden, den wir nicht greifen können, den wir nicht kennen, der Andrew verfolgt, also einen Mann verfolgt, der wie anscheinend jeden Morgen in New York joggen geht, ja, ihn verfolgt und ihn ersticht. Sagen wir es mal so. Gut, Prolog zu Ende. Dann fallen wir in das Leben von Andrew Steelman, wie gesagt, Enthüllungsjournalist bei der New York Times, sehr erfolgreich, der seiner Jugendliebe Valerie wieder begegnet. Und ja, die beiden kommen sich wieder näher und entscheiden sich aus Liebe zu heiraten. Und am Tag der Hochzeit, die beiden haben schon geheiratet, bricht Mark Valerie, ach, wie komme ich denn auf Mark? Mark bricht Andrew Valerie das Herz, weil er ihr ein Geständnis macht. Ja, die beiden sprechen nicht mehr miteinander. Andrew zieht aus, geht wie jeden Morgen weiterhin joggen und spürt dann an einem Morgen beim Joggen einen schmerzhaften Stich im Rücken und bricht zusammen. Ja. Das ist so der Beginn der Story. Als Andrew wieder aufwacht, ich muss immer so ein bisschen überlegen, wie ich es euch erzähle, damit ich euch nicht spoilere. Ich hoffe, das ist für euch okay. Also, als Andrew wieder aufwacht, ist er aber weder tot, noch liegt er irgendwo im Krankenhaus, sondern er befindet sich 2 Monate vor dem Unglück, vor dem Mordversuch. Ja. Da befindet er sich. Er weiß nicht, wie er dahin kommt, was passiert ist, was geschehen ist, ob er träumt. Nein, er träumt aber nicht. Und er beschließt, die Zeit, die ihm noch bleibt, das sind nämlich, ich meine, 6 Wochen, glaube ich, 6 Wochen oder 8 Wochen vor dem besagten Datum, wo dieser Anschlag passiert, und entschließt sich, ja, seinen Mörder zu finden. Sein Leben, also die Ereignisse eventuell zu ändern, damit dieser Anschlag nicht passiert, seinen Mörder ausfindig zu machen. Ja, und im Endeffekt ist das so das Grobe der Story.
Andrew bekommt eine zweite Chance. Die Idee finde ich unheimlich toll, irgendwie sein Leben bzw. diese Zeit eventuell nochmal neu zu gestalten. Ja, und so krimimäßig eben thrillermäßig eben seinen Täter ausfindig zu machen. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt, aber es ist ja auch eine wichtige Sache. Und ja, das ist so die grobe Handlung der Story. Alles andere lest ihr natürlich, wenn ihr das Buch kauft und selber lest. Ich muss sagen, dass der Prolog mich natürlich umgehauen hat. Also das hat man so weggesuchtet und hat sich gedacht, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Denn Mark Louis oder Levy ist ja jetzt nun kein bekannter Thriller-Autor. Das ist übrigens auch das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und ich bin davon ausgegangen, dass es eigentlich tendenziell, so wie man eben Mark Levy kennt, eine Liebesgeschichte ist. Und ja, aber wie gesagt, der Einstieg in dieses Buch sagt einem schon direkt, dass es eventuell was völlig anderes ist, als man erwartet hat. Und ja, der Prolog ist ein Kracher und danach beginnt das Buch ein wenig schleppend. Denn wir sind ja in dem Leben von Andrew plötzlich und sein Leben wird so ein bisschen so im Zeitraffer zusammengefasst. Also ich finde, es liest sich nicht wie ein Roman, wo wir reingeworfen werden in die Geschichte und plötzlich mitkriegen, wo wir jetzt gerade sind an der Stelle und was passiert, sondern es ist so, als wenn zusammengefasst ist, was von dem Tag, als er Valerie begegnet, bis zu dem Tag, wo wir jetzt sind, eben einfach passiert. Das muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen, weil eben sowohl er als auch sein bester Freund, als auch Valerie, man kann die nicht so gut fassen als Person. Also es ist nicht, dass sie so schwach bleiben, aber es ist halt eben einfach, wie gesagt, so eine Zusammenfassung. Dann allerdings, als das Attentat passiert, mir fehlt das Wort für diesen Zustand, aber Attentat, finde ich, klingt auch schon sehr gut, als dieses Attentat auf ihn passiert, ändert sich ja die Geschichte. Also es ist dann, dass Andrew nochmal 2 Monate vorher, 6 Wochen vorher, eben einfach aufwacht. Und ab da ändert sich die Geschichte und der Schreibstil wird ganz anders. Das ist dann so dieses Jetzt und Hier, wo man sich eigentlich in so einem Buch befinden sollte und alles wird viel intensiver beschrieben. Und ja, Andrew macht sich eben auf die Suche, versucht Situationen anders zu handhaben, merkt aber, dass das nicht immer positiv ist, sondern dass sich das eventuell auch zum Negativen ändern kann. Und ja, dadurch, dass er ein Enthüllungsjournalist ist, verfolgen wir auch diese Enthüllungsstory, die er momentan vorantreiben möchte. Nämlich, da ging es um die argentinische Militärdiktatur. Ja, wie gesagt, in Argentinien. Und das, finde ich, ist super spannend gewesen. Ich bin ja geschichtlich irgendwie so gar nicht bewandert, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich bin so geschichtlich gar nicht bewandert, weil es mich in der Schulzeit nicht so sehr interessiert hat, außer das, was man halt über Deutschland so weiß. Und andere Länder, da bin ich ja eher so ein bisschen ungebildet, wenn ich das so sagen darf. Und dementsprechend fand ich diese Kapitel, die hier abgehandelt worden sind, denn dieses Enthüllen, was Andrew da macht über die Militärdiktatur in Argentinien, so um die 70er Jahre, meine ich, sehr, 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 sehr spannend. Das, finde ich, hat für mich auch dieses Buch meine 4 Sterne habe ich gegeben. 3,5 oder 4 Sterne, auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Hat es auf diese Sterne gerettet, denn ich fand, wie gesagt, diese Enthüllungsstory, die Andrew da vorantreibt und das, was da enthüllt wird und was wir da detailgenau wirklich erfahren, sehr schockierend, sehr bewegend. Ja, also das waren die Seiten, die mich unheimlich gefesselt haben und was auch die Geschichte vorangetrieben hat. Und ja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich will euch nur sagen, dass das Ende mich unheimlich überrascht hat, so zwischenzeitlich. Also wie gesagt, man dachte immer, es ist so ein bisschen so eine Romantic-Story, wie man eben von ihm gewohnt sein sollte, ist als Leser. Aber es war eben einfach ganz anders. Und ja, dementsprechend manchmal war es auch so ein bisschen wie etwas übernatürliches, fantastisches Lesen zwischendurch, aber sehr also sehr viel Humor, Wortwitz war mit dabei und ja, mach mal deiner
zukünftigen Frau klar, dass du irgendwie alles weißt, was in der Zukunft passiert, weil du ja in der Zeit zurück bist, aber sie eben noch nicht. Und ja, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen Geschmack gemacht auf dieses Buch. Der Schreibstil ist super, das Buch ist völlig unerwartet. Der Anfang ist ein bisschen schleppend, aber ab der Hälfte flutscht das Buch. Und ja, wie gesagt, wer mag, Levi mag. Und nur auf romantische Geschichten steht, für den ist das vielleicht nichts, weil es eben einfach nicht die Erwartungen erfüllt. Aber wer eben einfach mal was anderes lesen möchte als das, was er von Mark Levy gewohnt ist, der sollte auf jeden Fall zu diesem Buch greifen. Auch das Cover finde ich unheimlich schön. Da unten sieht man ich denke, das ist die Brooklyn Bridge, da wo er drüber joggt, was die Frau allerdings hier zu tun hat. Naja, ich denke, dass ich weiß, womit es zu tun hat, aber so 100% kann ich es euch nicht sagen. Aber wie gesagt, 3,5 oder 4 Sterne auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Nur zu empfehlen. Ja, mich interessiert eure Meinung. Wenn ihr von Mark Levy eben einfach auch schon viele Bücher gelesen habt, im Gegensatz zu mir, dann würde mich ja mal interessieren, wie das für euch gewesen ist, dieses Buch zu lesen, weil es ja eben einfach auch völlig anders ist als das, was man von ihm so kennt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, ob ihr noch vorhabt, es zu lesen, ob es auf eurer Wunschliste ist. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die Rezept hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!